Oh, geht schon los. Okay, ja, wir machen. Wir gucken uns mal folgende Aussage hier an. Das kleinste gemeinsame Vielfache von a mal c und b mal c, das soll das gleiche sein wie c mal das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b. Okay. Ja, das ist natürlich eine Allaussage, soll das sein, ne? Für alle a, b, c. Für alle a, b, c aus den ganzen Zahlen. So. Gut, was bedeutet das? Letztlich bedeutet das, dass man, wenn man das kleinste gemeinsame Vielfache von zwei Zahlen bilden will, bei denen jeweils die beide so faktorisierbar sind oder zerlegbar sind, dass sie den gleichen Teilfaktor enthalten, c, dann kann ich den auch erstmal rausziehen und dann danach das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b bilden. So. Gut. Wir können ja mal versuchen, das zu beweisen. Und zwar gehen wir über die Primfaktorzerlegung. Es gibt wahrscheinlich auch hier wieder ganz unterschiedliche Varianten des Beweises, aber wir gehen mal über die Primfaktorzerlegung, ist eine Möglichkeit, ne? Und zwar sagen wir hier mal, a hat folgende Primfaktorzerlegung, p hoch kp, ne? Also Produkt aus allen Primzahlen mit ihren entsprechenden Exponenten. B soll mal eine Primfaktorzerlegung haben, hier p hoch lp und c die entsprechende Primfaktorzerlegung. Da wählen wir als Exponentenbezeichnung mal mp. So. Ja, was ist jetzt a mal c? A mal c, das ist ja gerade das Produkt aus den beiden Primfaktorzerlegungen. Schreibe es nochmal hin hier. So. Und naja, jetzt kann ich die ja, dadurch, dass hier das Kommutativgesetz gilt und überall das ganze Ding hier ist ein Produkt, ne, ein Produkt aus Produkten, kann ich die Primzahlpotenzen hier tauschen und entsprechend zusammenfassen. Und wenn ich zwei Potenzen habe mit der gleichen Basis, dann kann ich das zusammenfassen und die Exponenten addieren. Das heißt, die Geschichte sieht anschließend hier so aus. Produkt aus über alle Primzahlen mit p hoch kp plus mp. Genauso abgekürzt b mal c ist gleich lalalala. Das gleiche in grün. Na, p hoch kp, nee, Quatsch. Ja, bei b ist der Exponent lp, lp plus mp. So. Jetzt können wir uns langsam mal ranmachen hier an den Beweis. Jetzt haben wir alle Primfaktorzerlegungen hier mal aufgeführt. Und ja, jetzt wollen wir eine Gleichheit beweisen. Das heißt, wir gehen wieder von der einen Seite zur anderen, ne, über Gleichheitsumformungen. Versuchen wir von der einen auf die andere Seite zu kommen. Fangen wir mal links an. Das kleinste gemeinsame Vielfache von a mal c und b mal c. Das ist das kleinste gemeinsame Vielfache von. Und jetzt setzen wir a mal c ein. Diese Primfaktorzerlegung hier, p hoch kp, bisschen verschrieben, p hoch kp plus mp, so, das ist a mal b und a mal c und jetzt kommt b mal c, das ist das Produkt über alle Primzahlen, p hoch lp plus mp. Jetzt wissen wir, wenn man das kleinste gemeinsame Vielfache zweier Zahlen bildet und man deren Primfaktorzerlegung hat, dann kann man Primzahl für Primzahl durchgehen und jeweils den größeren der beiden Exponenten nehmen. Denn beide Zahlen, von denen man das kleinste gemeinsame Vielfache bildet, müssen ja Teiler sein des kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Insofern müssen sie mit ihrer Primfaktorzerlegung komplett enthalten sein in derjenigen des kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Also wir müssen von beiden Exponenten bei einander zugehörigen Primfaktorpotenzen jeweils den größeren der beiden Exponenten nehmen. Das haben wir irgendwo auch mal gezeigt, ne? Also das machen wir mal. Das ist jetzt also das
Kleinste, nee, Quatsch. Das kleinste gemeinsame Vielfache dieser beiden als Primfaktorzerlegung gegebenen Zahlen ist das Produkt über alle Primzahlen mit was als Exponenten jeweils mit dem Maximum der beiden Exponenten. Also Max Kp plus Mp, Max Lp plus Mp. So. Jetzt gehen wir am besten mal, bis wir vielleicht nicht mehr weitermachen sollen an der Stelle, ne? Jetzt gehen wir mal von hinten vor. Was soll hinten rauskommen? C mal KGV AB. Also hinten soll rauskommen, ist gleich C mal KGV von A und B. Jetzt ist vielleicht geschickt, diese Seite auch mal so umzuformen, dass wir hier in so eine Form kommen mit einer Primfaktorzerlegung. C, was war nochmal C? C war diese Primfaktorzerlegung hier, die schreiben wir mal hin. Alle Primzahlen, also Produkt über alle Primzahlen, p hoch mp, so, mal, und jetzt das KGV von a und b. Und das ist ja gerade, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen abkürzen hier, das kleinste gemeinsame Viele von a und b, wenn ich die Primfaktorzerlegung gegeben habe, ist jeweils die Primzahl mit dem Maximum der einander zugehörigen Exponenten. Habe hier also Max KP, LP stehen. So. Na, wir machen hier problemlösend in dem Sinn, dass wir hier versuchen, die gleichen Ausdrücke hinzukriegen. Und ja, jetzt haben wir hier zwei Produktzeichen und ein Produktzeichen. Vielleicht können wir hier unten aus den beiden eins machen. Naja, klar, wir können natürlich jetzt hier wieder die entsprechenden Primen Faktoren aneinander zuordnen und dann im Exponenten addieren. So, das ist p hoch mp plus max kp lp. So, jetzt sind wir ja fast identisch. Wir unterscheiden uns nur noch im Exponenten. Die Frage ist jetzt also, ist das hier gleich dem hier, ne? Sind diese beiden Ausdrücke gleich? Und da muss man also auch hier wieder sagen, ja, sie sind gleich. Denn wenn ich das Größere von zwei Zahlen nehme und dann eine Zahl dazu addiere, ist es das Gleiche, als wenn ich erstmal zu beiden Zahlen diese Zahl dazu addiere und dann das Größere nehme. Wenn ich zu beiden dieselbe Zahl mp hinzuaddiere, ändert es ja nichts an der Tatsache, dass das, was vorher größer war, auch größer bleibt, wenn ich dieselbe Zahl zu beiden Zahlen dazu addiere. Ja, insofern sind diese beiden Teile tatsächlich identisch und wir sind mit unserem Beweis fertig.